Hey Freunde und willkommen bei Max Beach Shop. So, ich sitze wieder im Schleppwagen, weil heute wollen wir was reparieren. Beziehungsweise was wieder gerade biegen, was eigentlich schräg kaputt, was ich fand ist. Der LKW hat so eine Abschleppbrille. Ich gehe mal davon aus, ich werde die wahrscheinlich eh nicht groß verwenden können. Obwohl der Lust hat von dem LKW, weil dickes Auto hinten ranpackst, dann der geht ja vorne hoch. Ne? Macht nicht viel Sinn. Aber auf jeden Fall will ich die wieder gerade haben. Das heißt, wir werden jetzt zu meinem Vater fahren, der hat mich einen richtig großen Baumstumpf, den haben wir schon mal für den Käfer ausgetestet, für den hier Käferschlachter, und gucken mal, ob wir da den hier LKW-Ramm befestigen können, dann einmal richtig kräftig dran ziehen, dass die ganze Scheiße wieder gerade wird. Das ist so mein Plan. Ja, 2 Stunden habe ich Zeit, dann muss ich nach Friedeburg. Mal gucken, ob das klappt, weil wäre nicht schlecht, ne? Übrigens, mit dem haben wir schon bekommen, die erste. Ja, sonst ist er sauber jetzt von innen, im Gegensatz zum Vorher, ein bisschen geputzt. Ne, ein bisschen lieber reingestellt. Hier ist ein Paket für den Trabant 1.1. Satz neuer Federn. Die bauen wir bald ein, damit wir den Trabant TÜV kriegen. Ja, ja, da kriegen wir den TÜV, ne, Hanna? Ja, und das ist so der Plan, den wir heute haben. Weil wir sind lange nicht mehr damit gefahren. Ja, mit die 6. Federn will ich auch nicht fahren. Ich will Stoßdämpfer setzen mit drin. Stoßdämpfer und Federn. Das heißt, dass das Ding wirklich verkehrssicher ist. Weil vorne rechts ist ja kein Stoßdämpfer am Start. Gar keine. Nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Und ohne Stoßdämpferwirkung, Wirkung mit geflexten Federn fahre ich nicht durch die Gegend. Das sehe ich nicht ein. Deswegen steht die Kiste auch so lange rum bei mir schon. Naja, gut. Ich muss auf Drehzahl kommen. Der Gebläsemotor hier ist kaputt. Das ist nicht das Problem. Weil hier, der macht trotzdem richtig Wind. Aber halt erst, wenn er warm ist. Oh, Gangübersprung. Oh, jetzt muss er erstmal wieder aus den Punkten kommen, der alte LT. Oh, jetzt hüppelt er. Oh, jetzt macht er immer, wenn er kalt ist, hat er keinen Bock. So, sonst vom Schnitt her, mittlerweile ist auch die Tankanzeige kaputt. Die gehen nur noch in ganz, ganz seltenen Fällen. Gurke, Temperaturanzeige ging vorher auch nicht. Aber es ist Temperaturfühler wahrscheinlich nur defekt, das gehen wir wieder hin. Also spezial, ne? Das Radio geht jetzt auch nicht mehr. Weil jetzt hier Rettenanzünder schon. Also haben wir einen Wackelkontakt hinten im Kabelbaum. Letzten Tage konnte ich aber zum Beispiel ein Radio hinten wackeln, so, weißt du, so, und dann ging es wieder. Also ist noch viel Arbeit hier im LT, bis wir den wirklich auf der Straße haben, bis wir den brauchen können, auf der Langstreckengeschichte oder irgendwas. Und wie gesagt, ich behalte meinen 5er. Ne? Ich schreibe alle, oh Max, verkaufe ich jetzt den BMW 5er, den Trailer und so. Alter, welcher dämlich. Wie gesagt, ich muss ja auch Alternativen haben. So, Freunde, unterwegs ist das Dorf der unbegrenzten Möglichkeiten, weil genau da steht der Baumstumpf unserer Träume. Weißt du? Von so einem geilen Baumstumpf, der ist so fett, da kannst du alles mit rausziehen. Also, das muss gehen. Was macht der Motor? Ganz zufrieden, glaube ich. Klingt noch ganz gesund. So, übrigens, die grüne Plakette, die er vorher rangeklebt hat, ne, an der Frontscheibe. Ihr habt ja beim Video gesehen, wo ich den geholt habe. Die haben wir mittlerweile schon entfernt. Ich habe den Kurvenprinzip aufkleber ersetzt, weil der hat natürlich keine grüne Plakette. Der hat nicht mal einen Cut, der hat gar nichts. Der haut die Abgase noch so in die Luft. Ne? Die Bäume werden hinten wieder grün. Das ganze CO2, was der da raushauert. Und die ganzen Grobstaub. Wenn ihr so ein bisschen so wie schwarzer Schnee. Oh, ein Vierteltank haben wir am Start. Tankanzeige geht gerade mal wieder. Ich sag immer, war mal Bescheid. Bescheid. Oh, alles zu eng hier. Also das Dorf hier kommt ja kaum rein mit dem Schleppwagen. Aber es geht noch. Ein bisschen den Bauch einziehen. Ist alles möglich. Der muss erstmal aus dem Weg, weil hier ist nämlich unser Ziehbaum. Außer natürlich, wir haben einen anderen dicken Baum, wo wir es reinpacken können. Guck mal, den müssen wir haben. Den hier mit einem richtig schönen dicken Stropp. Damit wir den Kollegen hier, der hier so verbogen ist, wieder gerade ziehen können. Ich gehe schon mal, ob Material das noch aushält. Das sieht noch alles relativ stabil aus. Aber auf jeden Fall muss man noch krumm scheiße oben die Tür hier gegenfahren. Wenn die Brille wirklich Schrott sein sollte komplett, dann kommt die weg. Dann lassen wir nur den Bolzen hinten dran. Und dann machen wir das hier einfach alles weg. Und dann haben wir nämlich nur noch eine Art Unterfahrschutz hinten. Oder das Heckstoßstange vielleicht noch. Mal gucken. Nur aus dem Grund hier, wegen der Anhängerkupplung. Ne? Weil die Anhängerkupplung ist ja hier. Diese hier ist ja hiermit verbunden. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die Anhängerkupplung erhalten. Aber damit auch noch gegebenenfalls mal einen Trailer ziehen wollen. Macht das Käferprojekt. Angefillert schon so ein bisschen. Eigentlich lackierfällig. Durchgeschweißt. Fahrbereit. Bremst sogar. Und richtig schön von innen jetzt. Ja, schreit noch ein paar neue Reifen. Ein bisschen Lackierung. Und dann ist die Kiste eigentlich tüffig, ne? Ja, da echt
Der hat ja echt einen Dings gegessen mit den Käfern, ne? Also kannst sagen, was du willst. Da hat er echt was gemacht. Ja, und zum Thema Füllerns Käfer hier, die jetzt hier guckt, habe ich auch schon gesehen, beim letzten Mal, wo ich hier war. Auch schon wieder 3 Tage her. Ne, das hat die Mexikaner hier weiter gekauft, ne? Warte, zack. Seitengeschichten alle geschweißt, wenigstens das unten, was alle durch ist, der Schweller hat er gemacht. Hat jetzt hier Hinterachse, hier war nämlich ein Simmerring vom Getriebe undicht, deswegen ist das ganze Öl hier rausgelaufen, seht ihr das? Jetzt hier reinguckt, alles voll mit Öl. Die ganze Bremse auseinandergebaut, macht jetzt wieder sauber. Oder kauft er neu, ich weiß es noch nicht, habe nicht gefragt. Hier den Geschweiß schon an der Stelle. Hier ist er noch durch. Der hat auch einige Stellen, ne? Der Mexikaner hier, aber naja, gut. Nach und nach wird er auch damit fertig. Also Fernand, der ist eigentlich gut, der ist gut dabei, ne, tatsächlich. Auch wenn ihr jetzt so guckt. Guck mal, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht zuvor, wie er bei mir im Museum gestanden hat. Mit den ganzen Rostlöchern und so. Also eure Fragen, ne? Immer wegen den UNO. Was habe ich mit den UNO gemacht? Habe ich den UNO verkauft? Krieg ich dauerhaft, immer noch. Obwohl ich schon dreimal gesagt habe. Hier steht der Fiat UNO. Solange der Porsche 944 bei mir in der Halle steht, also mein 944 halt, ne? Mein Porsche. Hier ist der Teilträger auch noch. Ist der UNO halt hier, ich habe die ausgetauscht, mit dem UNO hergefahren, mit dem Porsche zurückgefahren und irgendwann tausche ich die wieder aus, dass wir den UNO wieder bei uns haben. Weil ich würde den gerne immer wieder auf die Straße bringen, wenn ich ehrlich bin. Aber anderweitig, der steht hier auch nicht schlecht. Guck mal, staubt hier noch ein bisschen zu, aber sonst, wenn ihr so guckt, der steht noch echt gut da, ne? Deswegen umso mehr, aber Problem daran ist, Ausrücklager von der Kupplung ist laut und muss gemacht werden und das ist ein Haufen Arbeit. Und da habe ich keinen Bock zu. Deswegen lasse ich ihn lieber hier in der Ecke stehen und warte das mal ab, bis er ein bisschen älter wird. Auf jeden Fall irgendwann mal 2,50 Euro mehr wert ist. Ein bisschen gefragter ist oder sowas. Keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. Freunde, Fernand ist jetzt auch da. Der hat sich noch nicht gekämpft. Du bist für die Haare wieder richtig. Aber bei mir auch so. Ich hab ja morgen gekämpft. Du warst ein bisschen kürzer. Ich hab, wegen Lockdown kann ich ja nicht zum Friseur. Wegen Lockdown stehen die Locken höher, sagst du. Ja. Oh. So, oh. Ja, mal gucken. Ja, gut. So, auf den ersten Eindruck sieht das ja alles recht ordentlich aus. Ne? Ja. Und funktioniert doch alles. Ja, tatsächlich geht alles. Also außer Tankanzeige, Temperaturanzeige. Temperaturanzeige brauchst du vielleicht. Ja, diesmal den Ding viel interessanter. Ne? Und hier Tachobeleuchtung. Und das Radio. Ja, der hat mich auch aufgeklebt. Ja, sehr gut. Ich hab's auch Langeweile gehabt. Ja, Radio musst du natürlich. Ne? Am Montag melde ich ihn um, alles klappt. Ja, mit einem Termin. Hast du schon einen Termin? Ja. Also ich bin dabei. Das ist der einzige freie Tag, den sie angegeben haben. Ja, also ich. Ja, der sieht so auf den ersten Blick nicht übel aus. Ne? Lass bloß den Mülleimer leer, da steht schon Wasser drin. Da ist auch alles gut, Reifen ist prima. Ja, hab ich mir auch, so hab ich auch geguckt. Hat er dir auch noch gegeben. Ach du, was ist das denn? Die ist ja auch noch gut, die Bank. Ja, der hat nicht viel gelaufen. Die Laufleistung, du meinst halt irgendwann 300.000 auf der Uhr, der hat 170.000, ja, ich finde sie sieht da auch aus. Ich glaube. Der ist sogar relativ, auch vom Rost her ist er noch ganz gut, die Kabine ist nicht vergammelt. Obwohl ich glaube, hier haben die schon mal geschweißt, wenn ich jetzt hier gucke, wenn er so runterschaut. Das ist relativ wert, das ist ja schon mindestens 1 Euro Pfand. Nee, ist alles Holland. Alles Holland, achso. Alles Holland-Dosen. Ja, hilft für mich gar nichts. Ja, das ist echt geil. Nee, aber sonst, ich höre auch, die haben sie mal neu lackiert vor einem Jahr oder ja, irgendwas. Ja, das sieht man auch. Das ist auch gut so. Nee, die auch die paar Toren sind neu lackiert und sowas. Ja, Schmutzfinger, hab ich gesehen. Und auch hier ist ja eigentlich ein Unterfahrschutz dran. Der fehlt ja auch. Ja, genau. Ne? Aber ich weiß nicht, ob da einer vorsitzt. Nein. Ja, ist ja alles, wenn du das so siehst, da sind die Kästen, da ist das Reserverad. Wenn du hier einfach nur einen Deckraum baust, da irgendwie so ein Baust du glaube ich noch nicht mal. Das ist gefährlich, das ist ein gefährdendes Fahrzeug. Da muss wenigstens abweisend sein. Da drüben in dem Mülleimer ist ein Loch, da kann kein Wasser rein. Da macht nichts. Da ist auch ein Loch drin, den musst du nur drehen. Da nach unten das Loch. Kaputt, ja, es geht auch nicht auf der Seite, es geht nur einseitig. Ich habe auch schon geguckt, woran das liegt. Die ist mit Fernbedienung. Die ist mit Fernbedienung, hydraulisch, ja. Alles? Komplett, funktioniert alles. Ah, geil, das ist ja gut. Oh, das ist doch wirklich, da kannst du nicht meckern. Du für das Geld, ne? Ja. Wie gesagt, Preis sind wir offiziell, habe ich dir ja, nur einen Livestream mal genannt. Wir sagen nicht, dass du da 6.800 Euro für bezahlt hast. Würde ich nicht verraten. Nee, so viel Geld würde ich wohl nicht bezahlen. Aber ich gehe mal davon aus, wenn der ein bisschen schöner ist, wieder fertig gemacht ist, alles dran funktioniert, ist er ungefähr so viel wert. Was ist denn wert? Also ne? Mir wäre dann jetzt schon wert, wenn das alles funktioniert. Ja. Es geht, also gehen tut daran alles. Was ist das für ein Baujahr? 93. 2 Jahre noch. Dann kannst du ihn ja so noch fahren. Dann können wir noch fahren, da Haarkennzeichen fahren. Guck mal, auch hier bei der Brille, guck mal, da fehlt ein Splint drin zum Beispiel. Guck mal hier, da fährt ein Splint drin. Ja, und da fährt er mit rum einfach so. Ja, hab ich aber nicht gesehen, wie soll ich das wissen? Ja, die hat dann, die benutzt er nicht mehr, der hat immer den Arsch. Ja, klar, die warte, guck mal, ob ich den nehme erstmal. Kann nicht wegsausen.
So, es fällt ja auch nichts mehr ab. Ja, also ich finde das Auto total cool, muss ich sagen. Echt, wirklich geil. Das, also für die Funktion hier müsste es eigentlich so genau das erfüllen, was wir brauchen. Ja, genau. Und du kannst noch einen Anhänger hinterhängen, weil genau. Der Anhängerlast hat er auch 1500 oder was. Nee, Anhängerlast hat er über 3 Tonnen. Ja, aber ist ja logisch ein LKW, ja. Ne? Aber die Höhe kommt nicht hin mit deinem Trailer. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Da musst du irgendwie was anderes haben. Ja, du kannst es ja auch justieren, ne? Wenn du den Dings rausnimmst, du kannst die Abschleppbrille ja Höhen verstellen. Ach so, das wusste ich nicht. Ne, das ist ja eine Abschleppbrille. Das ist ja nur die Arretierung am Ende jetzt, wie der sitzt. Ist auch ganz schön, wenn du den mal falsch aufboxst in den LKW, dann man das Partout mal zu weit nach hinten fährst zum Beispiel, mhm. Du ein Auto drauf hast, schaffst du das, dass das vorne mit der Reifen hochgeht, ein Wheelie macht, mit eingebauter Hebebühne. Ja. können wir schon mal unterlegen, zu gucken. Und du fährst da auch gerne mit, Hanna. Macht Spaß, ne? Sitzt so weit oben. Ne? Und Spritverbrauch geht auch noch, so mit 12 Liter. Ja, gut. Und ausgelitert. Oh Gott, dann ist dein Arbeitstier. Ja, gut, das ist das Einzige, was eventuell noch ein bisschen Probleme machen will, wäre der Motor. Ne? Wie gesagt, wenn du normal fährst, läuft er rund. Ja. Aber gefühlsmäßig, ne? Ja. Aber ein Stand nicht. Im Stand merkst du, dass er auf 5 Paletten läuft, bin ich mir ganz, ganz sicher. Ne, und da müssen wir mal gucken. Ich gehe aber davon aus, dass irgendwo ein Injektor bereit ist. Und Udo hat gerade den gleichen Motor in so einem LT liegen. Das heißt, vielleicht kommen wir von Sauger, auch wenn die gleichen Injektoren drin sind, scheiß drauf. Ja, da müssen wir mal sehen, ob das die gleichen kurz gucken. Weiß man nicht. Wenn du Bremse anguckst, die ist auch neu. Ja. Vorne. Ja. Und sieht so aus. Der ist neu. Die dann komplett durch. LTs fand ich immer gut. Ich fand die auch als Wohnmobile gut. Ja, fand ich echt gut. Ich finde den Motorklang so gut, wenn er richtig läuft. Ich finde es ein bisschen wie. Guck mal, jetzt ist eigentlich die Antenne hinter. Ja. So eine brauche ich noch. Hast du eine? Nee, ich brauche aber auch eine. Hast du noch eine? Nein, ich habe die weggeschmissen. Die waren beide kaputt. Die hätten wir nehmen können. Oh, ja. Und dann was reinstecken. Ja, nur um das Loch zu stopfen. Ja, ich weil der Antennenempfang ist eh scheiße an dem LKW. Ja, aber ich wollte ja einen richtigen haben. Aber richtig, habe ich die weggeschmissen? Die gute aus dem Käfer, stimmt. Ja, musst du hier, das Ding ist noch drin. Ja, aber die Halterung oben fällt auch noch, ne? Ist das ziemlich geil jetzt, guck mal, mit der Lautsprecherbox hier noch so frei hängt und sowas. Ja, ja. So gut, da komme ich nicht so schnell zu. Ja, die müsst ihr auch klein machen, ne? Ich will ja noch ein bisschen was abbauen. Wollte ich gerade sagen, da geht ja noch ein bisschen was. Papa, ich glaube, hier oben auf dem LKW kann man schon mal Zelten stellen. Hauptsache, du bist da oben nicht nass. Ihr Kindergarten ausgefallen oder was? Ja, gibt's Lockdown. Lockdown? Haben sie zugemacht? Lockdown auch für Kindergarten. Gut. Hanna schon die ganze Woche bei Tine, heute muss Tine arbeiten, das Hanna bei mir. Ja, gut. Ich ziehe mir erstmal die Brille aus, ob die überhaupt funktioniert hinten. So, pass auf. Funktioniert jetzt folgendermaßen. Du hast das Schalter. Ah ja, die Brille, ganz einfach. Und schon hast du die Höhe, die der Trailer braucht. Hä? Hat die einen Anschlag? Nach unten? Ja. Warte, ich will mal aus. Ich glaube nicht. Doch. Ja. Dann wäre jetzt ungefähr die Höhe, die ich brauche. Ah, cool. Gleich plong, rausgefallen. Ist das so, kannst du, geht ja mit den Kurven mit, wenn du Kurven fährst. Ja, ja. Das ist so ungefähr. Aber die ist schon ziemlich ausgelutscht, ne? Guck mal die Scheiße hier an. Also ich werde die wahrscheinlich so nicht mal einsetzen. Nur mal ausprobieren, aber sieht halt scheiße aus, wenn die krumm ist hinten, ne? Ich meine, wenn ich jetzt Bauteil habe, ich will natürlich, dass man das benutzen kann. Ja klar, wenn man den Gesicht knackt, sehe ich gar nicht so als Problem. Da hoch? Nee. Nein, das geht anders. Da müsste man eigentlich hätten. Willst du das jetzt machen? Ich hoffe, ich gerade sagen, lass doch eben ranhängen, das Ding. Das ist der niedrigere Punkt hier, so, die Höhe. Für die Anhängerdose. Aber für den Trailer ist das perfekt, weißt du warum? Weißt du, wie geil das ist? Das ist die perfekte Zugmaschine für den Trailer, weißt du warum? Weil so kannst du den mal köppen. Weißt du, wenn du auflädst, kannst du so nach hinten köppen und dann kannst du nachher aufladen. Naja, gut. Oder nicht? Ja, klar. Ist eigentlich ganz geil. 450 Millimeter, glaube ich. Guck mal, ich denke nicht mehr daran. Scheiße. Also einen Sprit brauche ich auf jeden Fall noch. Warum? Hm?
Und jetzt gucken wir mal. Ah, du hörst aber, was an Part fehlt, oder nicht? Also er läuft nicht ganz rund. Da fehlt kein Part. Dann geh mal auf die Fahrerseite, das ist mal Auspuff. Ein halber vielleicht. Ein Sechszylinder, ein halber. Guck mal, jetzt hier. Warte. Das ist ein Originalzaun. Kannst du hier reingucken? Da ist eine Luke. Geh mal da rein. Guck dir den Motor mal an, wie der wackelt. Muss die Luke eben aufmachen? Muss ich mal einsteigen? Kann man den aufhängen? Welche Luke? Luke. Loch. Ja. Oder nicht? Ja. Ja. Ja, gut. Dann ist mal die Dinger erholt. Ja, nimm wir. Ich habe welche im Auto liegen. Muss hier nur noch gehen, ne? Ja, klar, da geht er auch gut. Hier, ein bisschen wackeln. Oh. Brauchst du nicht, Hanna? Reicht schon. Mal wieder rein. Was ist da denn drin? Das gleiche? Ne, das ist was Ähnliches. Kamera läuft. Wir haben zwei Varianten. Wir haben zwei Varianten. Entweder ist der Baumstumpf gleich raus. Der wäre ist nicht raus. Wäre auch nicht schlecht. Auf keinen Fall. Aber der kann da über wegrutschen, der Stropp. So, versuch mal. Komm da. Hanna, komm hierher. Was ich würde aber so gerne in deinen Garten gehen und schaukeln. Nee, kannst du jetzt nicht. Warte mal. Kannst du gleich mal. Mal gucken, ob das geht. Nein. Los, zieh mal. Zieh! Ja, gut, warte mal. Stopp! Klein doch. Geh mal weg, Hanna. Schupp. Weiter. Gut. Ja, damit. Ja, warte mal, da könnt ihr eigentlich noch ein bisschen. Oder guckt ihr mal an. Ah, ein bisschen muss er noch. Ne? Na gut, dann zieh ich noch einen. Da habe ich auch gedacht, noch, klein. Ne? Ja, ja. Aber klein. Ich habe nicht gedacht, dass er jetzt den Kleinen zu viel kriegt und das Ding abreißt. So, mach mal. Das ist scheiße, das stimmt. Wir müssen daran denken, wir brauchen dieses Ding ja immer als Unterfahrschutz. Ne? Wenn, wenn wir die denn jetzt nicht mehr haben, ne? Wenn die abreißen. Ja, ja. Ne? Da haben wir immer das Problem, dass diese Ecken, diese mega fetten Ecken da dran sind und dann hast du so ein. Da kannst du Auto aufschletzen. Zum Mörder hinten drin. Ja, ja, genau. Dann lieber so, weißt du, da sind wir hinten reingefahren, glaube ich. Das war ein Unfall. Ja, fahr mal, die ganze Angelegenheit verbiegt sich gewaltig da hinten. Aber gut, mach mal trotzdem, jetzt haben wir schon so weit. Ja, ich würde sagen, keiner geht noch. Gut! Jetzt passt er! Jetzt wieder zurück? Genau gerade, fahren wir noch ein Stück zurück! Stopp! So, gut, wunderbar! Wie neu! Der Börde-Baumstamm ist gut. Ja, das stimmt. Den lasse ich auch stehen. Da. Den brauchen wir für sowas. Wir nehmen jetzt für alle Karosserie. Für alle Karosserie-Arbeiten, die haben. Egal was kaputt ist, nehmen wir diesen Baumstumpf ab jetzt. Ja, ja, ja. Scheiß dich wieder einer an hier, so ein Naturschützer und sagt, das geht ja wohl. Hast den Baum, hast den Baumstein. Ja, das ist eine Sauerei. Ja, das habe ich ja gerade erzählt, die Story, wo ich bei der Polizei war. Erzähl ich übrigens im Livestream, oder habe ich schon mal erzählt? Ja. Ja, aber sag doch mal, du setzt eine Belohnung aus. Nee, sag ich nicht. Doch, dann würde ich machen. Ne? Nee, krieg ich noch Ärger wegen Headhunting und hier Selbstjustiz oder so eine Scheiße. Dann lass mal lieber stecken. Nee, ja, wie gesagt, die Brille selber habe ich jetzt nicht mehr vor, aktiv im Schleppeinsatz zu benutzen, wesentlich im Straßenverkehr. Höchstens noch für einen Trabi, der mag ja wohl noch gehen. Aber sonst ist die halt, die ist wirklich ausgelutscht. Kannst du die auch noch mitnehmen, oder? Meinst du? Ich finde die ziemlich ausgelutscht. Doch, das geht dann. Du musst immer ich weiß jetzt gar nicht, den kannst du ja rausziehen weiter? Ja, genau, den kannst du ja. Das ist so ein Hebel. Machst du dir auf und dann kannst du dir mal auf die Höhe stellen. Ja, gut, dann, und dann musst du. Wie machst du die fest? Dann noch die Räder? Dann machst du die raus, stellst das Auto rein, ja. Hebst den an und machst den Spanngurt umrum. Ja.
So geht das aber. Das Problem ist aber halt, ich habe ja nur so einen 5,5-Tonner, so einen LT davon da dran. Der ist ja nicht so schwer. Der ist ja nicht so, der ist an der Front ja nicht so mega schwer. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass das Auto, wenn ich mir so ein normal großes Auto wie hier, sowas, oder irgendwas anderes da ranhängen würde, dann wird er vorne ausgehebelt. Deswegen macht es eh keinen Sinn. Das wird nur einen Sinn machen, wenn man gleichzeitig noch ein Auto auf dem Plateau hat. Ja, klar, dann ne? Aber das macht ja auf Kurzstrecke wiederum weniger Sinn. Da kann man eher einen Trailer hinten dranhängen. Das ist wieder besser. Ne? Ja. Deswegen wird die Brille eh kaum eingesetzt. Probieren wir es hier auf jeden Fall mal. Ja. Mit einem Trabi wenigstens. Trabi-Breite wäre mal interessant. Ja. Ne, aber die ist auf jeden Fall, ist gut, wenn man sowas hat. Aber wir den damit gleich zu der Udo hinschleppen wir. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit hätte, können wir den wegbringen. Nee, ich brauch den jetzt noch. Du brauchst die Teile noch. Ja, eigentlich. Das Getriebe muss da auch, Getriebe muss auch da raus. Ja, da war schon einer bei, guck mal, die ganze Aufhängung mit dem weg. Ja, hat schon einer geschlachtet, das Ding, das ist ja klar. Der hat die ganzen wertvollen Teile verkauft und der Rest kam bei uns an. Aber was soll's, ist Geschenk gewesen. Ja, ja, gut, bis jetzt habe ich auch noch nichts gebraucht. Aber gut, wir werden es machen. Aber guck mal, da hat schon ein Ausstellfenster drin, da bezahlst du auch schon 80, 90 Euro für. Ja, die braucht man aber nicht, die geht ja bei mir nicht kaputt. Ja, aber hast du irgendwo noch mal einen, wo einer abgefallen ist und dann? Ja. Das wird hier letzte Käfer in deinem Leben sein. Ja. Aber da kriegst du einen Heimstellplatz bald hin in der großen Halle. Ja. Ich jetzt organisiert, der wird trocken stehen. Weil in meiner normalen Halle passt der ja nicht rein auf Dauer, da steht aber im Weg rum. Kannst du eben noch ein Nebengewerbe als Abschleppunternehmen? Ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß auch nicht, was man für eine gute Kraftlizenz braucht. Den mache ich das wirklich und kaufe noch einen zweiten LKW, mache noch ein paar Transporter nebenbei. Naja, Freunde, soviel zu dem Video. Es ist auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen gerade das Viech da hinten. Das ist gut so. Ist halt spezial, aber wie gesagt, die Brille, wie gesagt, ich werde die mal ausprobieren. Aber jetzt jeden Tag da ein Auto hinterher ziehen, was schwer ist, will ich nicht machen. Trabi-Ausmaße traue ich dir noch zu. Tatsächlich. Aber alles andere ist ja nur für den gurigen Privatbereich. Hast du schon mal einen ausgeliefert oder was? Hä? Mit dem Auto bist du da schon mal unterwegs gewesen? Ja, nur noch Wiesmoor. Ich bin schon mit einem beladenen Auto von Kiel nach Hause gefahren. Ja gut, dann Fünfer hinten drauf. Weiß ich, aber ich meine, der muss ja auch Geld verdienen, dafür ist er ja da. Ja, ja, das tut er schon. Ja, wieder, eigentlich ist das ein unsinniges Spielzeug. Aber sieht seriöser aber aus. Aber ich habe jetzt ein Motorrad. Was für ein Motorrad? Ich habe ein Peugeot gegen hier GS500 getauscht, Suzuki. GS500 hat er doch. Das ist so eine 500er Suzuki. So eine Rennmaschine. Ja, genau. Hat irgendwie, also guten Zustand tatsächlich, wirklich guten Zustand. Mit TÜV. Fast zwei Jahre noch. Weißt du, wenn du das Ding verkaufen kannst? Hm? Deine Mutter, die sucht da rum. Ich weiß. Ja, mal gucken. Vielleicht stehe ich noch ein Motorrad an. Die gut. Wir als André, die wollen ja mal ein Motorrad haben und die kommt doch sonst sowieso nicht. Du, ich lasse jetzt mal beim Winter mal stehen und jetzt im Sommer hin, verkaufe ich die Schiene. Mal gucken. Je nachdem, wie Interesse daran ist. So, Freunde, ich muss weitermachen. Wir müssen nach Friedeburg, wir haben ein bisschen was zu tun. Munter.